Hallo und herzlich willkommen zum Review für die Software QR-Code Creator, momentan in der Version 6 für Windows. Es gibt auch eine Mac Edition davon, also da ist man kompatibel auf beiden Systemen. Was macht die Software? Die Software erstellt QR-Codes und zwar offline. Das heißt, es ist kein Internet notwendig, um einen QR-Code zu erstellen. Die Daten bleiben also lokal bei Ihnen auf dem Rechner. Dazu bietet die Software eine Menge Vorlagen. Einmal hier für Text, für Links, für Apps, für Kontakte, V-Cards, für Maps, Geodaten und Ortung, für PayPal, für Bankdaten und so weiter. Man hat auch hier die Möglichkeit, einen QR-Code selbst zu programmieren, wenn man denn da etwas bewandert drin ist. Alle QR-Codes, die erstellt wurden, können in die Zwischenablage kopiert werden, stehen dann quasi in jeder Software oder in nahezu jeder Software zur Verfügung. Wir haben Exportformate, JPEG, PNG und so weiter, SVG und EPS und Base64, PDF. Allerdings muss man da sagen, PDF ist in der Free-Version und einige Formate sind in der Freeware-Version nicht verfügbar. Dazu bedarf es dann das Logo-Modul. Das Logo-Modul kann man erwerben. Das ist dann auch so, wie es der Name schon sagt. Man erwirbt dieses Modul, um eben hier Logos in den QR-Code einzubinden oder auch einen Werbetext. Und da gibt es dann verschiedene Lizenzmodelle. Einmal hier das Logo-Modul 1 und einmal das Logo-Modul 2. Das ist so eigentlich das im Groben, was es da gibt. Und da kommen dann eben weitere Exportformate dazu. SVG, EPS funktioniert dann, Base64 String, PDF und so weiter. Die sind damit dann alles möglich. Aber mit der Freeware-Version kann man natürlich auch die ganzen QR-Codes erstellen. Wir haben hier zum Beispiel diesen Tab Farben und Größe. Hier können wir das Fehlerkorrektur-Level einstellen. Das heißt, wenn der QR-Code massig Daten erhält, wird die Matrix immer dichter. Und wenn wir dann noch eine Überlagerung machen mit einem Logo beispielsweise, dann ist der QR-Code schnell nicht mehr lesbar. Und deshalb erhöht man das Fehlerkorrektur-Level, damit man eine höhere Fehlertoleranz auf dem QR-Code hat. Man kann den Rand hier definieren. Wir sehen das schon. Ich habe den Rand jetzt mal auf 4 gestellt. Dann wird er entsprechend größer. Ich stelle den wieder auf 2 oder ich kann den auch komplett weglassen. Das ist also mir selbst überlassen. Der Scale-Faktor ist quasi der Größenfaktor. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir hier mit einem dynamischen QR-Code arbeiten. Das heißt, wenn sich der Inhalt des QR-Codes vergrößert, wächst automatisch auch die Matrix mit. Und das sehen wir hier, dass eben dann die Pixel sich vergrößern. Wenn wir jetzt hier einen ganz kleinen Text eingeben, nur mal Hallo beispielsweise, sehen wir, ist der QR-Code auch relativ klein. Ja, das kann man hier alles einstellen. Man kann ganz kleine QR-Codes machen, wobei man da sagen muss, wenn man so kleine QR-Codes exportiert und will die dann nachher drucken, dann ist das so nicht angedacht. Da wählt man dann schon einen extrem großen QR-Code. Der wird natürlich hier von dieser Menüleiste nachher überblendet. Die kann man auch hier einmal kurz ausblenden, um das zu sehen. Gegebenenfalls muss man die Software vergrößern. Aber da geht es ja hauptsächlich nur darum, dass der dann auch entsprechend groß exportiert wird. Alle getätigten Eingaben kann man speichern, indem man hier auf Speichern klickt. Man kann die Hintergrundfarbe des QR-Codes verändern. Wir sehen das schon hier einmal gelb. Man kann die Vordergrundfarbe verändern. Das ist alles hier überhaupt gar kein Problem. Allerdings wähle ich hier mal wieder einen dunklen Farbton oder einen schwarzen Farbton aus, weil mir das persönlich lieber ist. Dann gehen wir weiter. Hier geht es um das Logo-Modul, aber das kann auch in der Freeware-Version getestet werden, indem man einfach auf Bild anklickt und dann erscheint hier so ein Herzlogo und man sieht auch schon dieses Popover. Wenn ich mit der Maus über diesen QR-Code streiche, dann habe ich dort wichtige Rahmeninformationen zu meinem QR-Code.
Dieses Logo kann ich beliebig vergrößern und verkleinern, aber wenn ich das Logo natürlich extrem groß ziehe, dann ist der QR-Code nicht mehr lesbar. Das heißt, ich müsste jetzt einfach mal mit einem Scan testen, wie weit ist mein QR-Code noch lesbar. Und wenn es eben mal hier einen Auffrischungsfehler drin gibt, dann drückt man einmal auf Aktualisieren, dann ist der auch wieder weg. Im Logo-Modul selber hat man hier noch vordefinierte Logos drin, die man eben mit einblenden könnte. Und man hat natürlich dann auch die Möglichkeit, ein eigenes Logo einzubinden, wenn man das denn möchte. Man kann beim Vergrößern zentriert halten. Wenn ich das deaktiviere, kann ich auch hier selber mein Logo links und rechts setzen, je nachdem, wie ich das dann haben möchte. Und natürlich, soweit das Logo dann auch, beziehungsweise der QR-Code dann auch noch lesbar bleibt. Dann haben wir hier noch Text an und aus. Das ist auch wiederum dem Logo-Modul vorbehalten. Hier kann man einen Werbetext einblenden. Hier kann man natürlich auch die Textfarbe verändern, die Schriftgröße. Und man kann den Text auch wieder beliebig hier verschieben, kursiv setzen, alles in Großbuchstaben umwandeln oder einen größeren Abstand reinmachen. Wann lohnt sich zum Beispiel so ein Text? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine URL dort noch mit einblenden möchte. Upsala, da muss ich einmal kurz, habe ich mich vertippt, muss ich die einmal richtig eingeben. Die kann ich dann direkt auch in Großbuchstaben umwandeln oder damit sie eben eine bessere Lesbarkeit hat, auseinanderschreiben. Das Ganze, wie gesagt, kann ich auch hier direkt in die Zwischenablage kopieren. Dann ist der QR-Code in der Zwischenablage vorhanden. Und wenn ich jetzt einmal WordPad starte beispielsweise, dann kann ich das da auch problemlos einbinden. Ich habe jetzt hier einfach mal WordPad gestartet und füge den QR-Code hier ein. Dann habe ich den also quasi direkt hier in Verwendung. Was haben wir noch? Das Programm spricht zwei Sprachen. Wir können das Ganze umstellen auf Englisch oder eben wieder zurück ins Deutsche. Dann gibt es die Möglichkeit, Daten zu speichern, zu drucken. Über die Update-Funktion kommen natürlich immer und in regelmäßigen Abständen Updates rein zu der Software. Dann gibt es ja hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine V-Card zu erstellen. Wenn ich jetzt hier mal die V-Card 4 zum Beispiel nehme, dann kann ich auch, wenn mir die Felder hier nicht ausreichen, auf mehr Felder klicken. Und kann hier jede Menge Daten eingeben. Und dann habe ich einen QR-Code. Wenn der abgescannt wird, geht der Inhalt also direkt ins Handy, ins Kontakteverzeichnis rein. Und der Nutzer hat den Kontakt dann. Bei Links kann ich jetzt zum Beispiel einen einzeiligen Text auswählen. Oder ich habe hier jede Menge Vorgaben. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Link zu meinem Instagram-Feed machen möchte, dann sehe ich schon hier im Beispiel, wie die URL heißt. Das heißt, ich gebe jetzt hier hinter einfach nur noch meinen Benutzernamen ein und der QR-Code wird entsprechend erzeugt und die Verlinkung funktioniert auch dann. Ich kann SMS, ja, wenn der gescannt wird, eine SMS geschrieben wird oder eine Telefonnummer dahinter verborgen wird. Oder ein WhatsApp direkt mit Nachrichtentext geschrieben wird. Oder. Ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich kann hier zum Beispiel die Ortung, Navigation, ja. Wie möchte ich das haben, dass nur der Ort angezeigt wird oder dass die Navigation direkt von meinem Standort dorthin beginnt, kann ich hier als Vorlage auswählen. Es gibt also massig Vorlagen auch hier für Termine, alles natürlich auch mit modernen Elementen, damit alles vernünftig auch eingegeben werden kann. In den Einstellungen kann ich auch diverse Einstellungen vornehmen. Diesen Tooltip kann ich beispielsweise anzeigen. Ich kann dafür sorgen, dass der Scale-Faktor nicht automatisch überschrieben wird.
Das ist schon mal ganz sinnvoll, wenn man eine V-Card hat, die massig Inhalte hat und da wird der Scale-Faktor überschrieben, dann wird der QR-Code eben riesengroß angezeigt. Ich komme hier ins Support-Forum. Ich habe auch direkt eine Hilfe hier mit drin, dass ich also quasi hier auch auf eine Hilfe zugreifen kann. Alles in allem kann man hier sehr gut mit Arbeiten und QR-Codes erstellen. Da gehe ich jetzt hier einmal auf Neu, dann wird der QR-Code einmal komplett zurückgesetzt und ich habe wieder einen blanken QR-Code vor mir und den kann ich jetzt zum Beispiel auch einmal exportieren, damit man das auch mal sieht. Ich sage jetzt mal als PNG beispielsweise. Den lege ich mir jetzt einfach unter dem Dateinamen auf meinen Desktop. Und da man das jetzt hier nicht sieht, blende ich den hier eben ein. Hier ist der QR-Code. Ich öffne den einmal und dann sehen wir das auch, dass der hier entsprechend drin ist. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, der zeigt mir hier an 406 mal 406 Pixel. Und wenn ich jetzt hier mal die Informationen mir raussuche, dann stimmt das auch mit dem überein, was ich eben hier zu sehen bekomme. Ja, wenn Ihnen die Software gefällt, in der Beschreibung ist der Link zur Webseite. Da kann man die Software runterladen, in der Freeware verwenden. Wie gesagt, die Freeware ist jederzeit möglich, allerdings nur mit dem Hinweis, dass man dort eben kein Logo einfügen kann und keinen Text im QR-Code einblenden kann und manche Exportformate eben nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten gibt es keine weiteren nennenswerten Einschränkungen. Ich verabschiede mich und sage danke fürs Zusehen.